ihr Lieben, herzlich willkommen in meine Torten- und Kuchenwelt. Nachdem die Erdbeerwoche oder Erdbeerreihe vorbei ist, habe ich gedacht, können wir eine schokoladige Torte jetzt vertragen. Ich habe eine Schokoladenkuppeltorte gemacht, die war richtig lecker und auch leicht und möchte euch das Rezept nochmal zeigen. Dann schauen wir uns nochmal die Zutaten dazu an. Für die Füllung könnt ihr beliebig jede Füllung nehmen. Ich habe einfach 3 Packungen Sahne mit Sahne steif geschlagen. Ich habe dann eine Packung Blockschokolade, dunkle, mit 100 ml Sahne zum Schmelzen gebracht und dann vollständig auskühlen lassen und werde das dann mit meiner Sahne, die ich ja geschlagen habe, einfach miteinander vermischen, also unterheben. Hier hat wieder meine Kamera gestreikt. Wer möchte, kann hier noch Kakaobohnen noch mit hineingeben. Ich habe hier eine Schüssel. Die Schüssel werde ich dann einfach mit Frischhaltefolie beziehen. Also einfach hineingeben. Ich werde jetzt den ersten Boden vorsichtig hineingeben. Ich habe einen fertigen Tortenboden genommen. Damit geht das super schnell und schmeckt auch lecker. Falls ihr aber noch kein Rezept habt und ihr möchtet einen selber backen, dann findet ihr bestimmt eins unter meine Rezepte. Und gebe die Hälfte meiner Füllung rein. Und gebe ein bisschen Schokoladenraspel drauf. Und gebe den zweiten Boden noch mit rein. Und dann gebe ich nochmal Creme drauf. Verteile wieder Schokoladenraspel drauf. So, jetzt könnt ihr den letzten Boden einfach drauf geben und alles, was überguckt, einfach abschneiden. So, jetzt mache ich das mit der Frischhaltefolie zu und gebe die Torte circa für 2 Stunden in den. Jetzt eine Packung Schlagsahne 200 ml mit 200 Gramm dunkle Quartüre einfach zum Schmelzen bringen und werde dann damit einfach meine Torte überziehen. 3 Stunden habe ich meine Torte jetzt aus dem Kühlschrank rausgenommen. Ich werde jetzt auf meine Servierplatte einfach Backpapier drauf geben und meine Torte einfach umdrehen. Und werde dann die Schokolade einfach über die Torte gießen. Also von der Mitte angefangen, sodass die Schokolade sich dann auch gleichmäßig überall verteilt. Was unten zu viel ist, könnt ihr einfach mit einem Löffel abnehmen, weil das könnt ihr dann für eine andere Torte benutzen. Weil es wäre schade, wenn wir das jetzt wegschmeißen. Damit könnt ihr dann eine andere Torte backen. Ich habe auch ein bisschen weiße Schokolade zum Schmelzen gebracht und bevor die Schokolade fest wird, werde ich dann einfach Pünktchen machen. Und dann könnt ihr das einfach mit einem Zahnstocher so runterziehen. So, und
Bevor die Schokolade fest wird, müsst ihr natürlich das Backpapier abziehen. Ihr könnt dann auch einfach unten an die Seiten ein bisschen Raspelschokolade aufgeben. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen hat. Wie ihr gesehen habt, ist das ganz einfach, die Torte vorzubereiten. Ihr könnt das am Vorabend machen und nächsten Tag, wenn ihr besucht habt, dann habt ihr die Torte schon mal da. Es wird noch eine Kuppeltorte von mir folgen, und zwar Himbeerkuppeltorte. Und die war auch richtig super leicht und lecker. Die müsst ihr euch auch unbedingt ansehen. Die kommt dann demnächst dran. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren und sage tschüss, bis zum nächsten Video.